zu graben. Und die Methode, die Boni wir heute hier drin sehen, ist keine davon. Genau überein, bis auf eins, und das sind eben die Triebwerke. Im Original war die B262, wurde betrieben mit zwei Jumbo-Triebwerken. Das hier sind zwei General Electric. Zwei moderne Jet-Triebwerke, leichte, kleine Jet-Triebwerke, die zum Beispiel auch in einem Learjet zum Einsatz kommen. So viel Liebe zum Detail entwickelt, dass diese kleinen General Electric Triebwerke sind eigentlich deutlich kleiner als die originalen Jumbos, hat die dann in diesen Triebwerken eingebaut, und um die General Electric Triebwerke herum wurde ein Mockup, eine Simulation eines Jumbo Triebwerks gebaut. Das heißt, wenn man heute die Klappen öffnet, um das Triebwerk anzuschauen, denkt man, man guckt auf ein Original Jumbo Triebwerk, aber das sind alles nur Blindleitungen. Blindbau, und innen drin ist das eigentliche General Electric Triebwerk verbaut. Sehr schön.